Meine Damen und Herren, live aus einem der schönsten Hörsäle Deutschlands. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorlesung Erderwärmung physikalisch erklärt. Mein Name ist Gerhard Paulus. Ich habe hier den Lehrstuhl für nichtlineare Optik inne. Nichtlineare Optik, da geht es um Laserphysik. Ich vertrete allerdings auch mehrere Fächer in der Lehre, zum Beispiel Experimentalphysik, die ich regelmäßig lese. Und deswegen hat mich meine Fakultät gebeten, hier im Rahmen der Hochschulinformationstage eine Experimentalphysik-Vorlesung zu geben. Und zwar zu einem hochaktuellen Thema, nämlich der Erderwärmung, weil ich das auch in der Lehre vertrete. Ich habe mehrere Vorlesungen über regenerative Energien, Solarzellen und so weiter. Also es ist hochaktuell und andererseits soll es hier Hochschulinformationstage hin oder her, soll es eine richtig ernsthafte Vorlesung werden. Vorlesung, das klingt immer so ein bisschen für den Neuling zumindest nach Märchenstunde. Das ist aber ein Missverständnis. Wenn Sie in einer Vorlesung wirklich was lernen wollen, dann müssen Sie aktiv dabei sein. Und das Erste, um aktiv dabei zu sein, das wäre mal, dass Sie mitschreiben. Und es wird also hier tatsächlich einen ordentlichen Tafelanschrieb geben. Naja, Tafelanschrieb, es wird auf einem iPad sein. Und das ist schon mal der wichtigste Punkt, also um aktiv dabei zu sein. Es heißt ja nicht umsonst begreifen, ja, das ist ganz, auch ganz wörtlich gemeint, ja, dass Sie also wirklich was mit Ihren Händen greifen. Andererseits ist in diesen Zeiten, in diesen Corona-Zeiten, das mit aktiv auch nicht ganz so einfach. Deswegen haben wir hier eine Reihe von Maßnahmen getroffen. Sie sehen, es ist eine ganze Reihe von Technik aufgebaut, mehrere Kameras hier, auch eine Seilkamera. Wir machen das Ganze live auf YouTube. Wenn Sie bitte darauf achten, dass Sie den Live-Button gedrückt haben, sodass Sie also wirklich live mit geringer Latenzzeit dabei sind. Und auf was anderes möchte ich Sie noch aufmerksam machen. Bitte schauen Sie, dass Sie die höchste Auflösung, also HD-Auflösung, eingestellt haben, damit Sie das, was ich dann später auf dem iPad anschreibe, dass Sie das auch mitkriegen, damit Sie das also schön lesen können. Ja, aktiv dabei sein, das ist noch mehr, das ist mehr als nur live. Es gibt hier auch einen YouTube-Chat, also Sie können uns über YouTube erreichen, hoffe ich zumindest. Das haben wir nicht aufgesetzt. Also insofern habe ich es jetzt nicht geprüft, ob das tatsächlich funktioniert. Also über Zoom können Sie Fragen stellen. Dann werden wir Umfragen machen über Poll Everywhere. Wir haben das angekündigt, aber Sie werden auch noch den QR-Code dafür kriegen und wir werden es auch gleich ausprobieren. Ach, probieren wir es doch gleich aus. Fangen wir an mit der ersten Umfrage. Das muss ich also hier auf meinem, das ist schon zu weit. Also die erste Frage wäre, wie viele sind wir überhaupt? Also wie viele, einfach um das mal auszuprobieren, dieses Tool, möchte ich einfach von Ihnen wissen, da gibt es also nur eine Antwort bei dieser Umfrage, ja, ich bin dabei. Und wir warten also ein paar Sekunden, dass Sie vielleicht diesen QR-Code, der also für alle anderen Umfragen hier auch gilt, dass Sie den gescannt haben und dann hier dabei sind. Und ich richte derzeit mein Headset hier ein bisschen. So, warten wir noch 5 Sekunden und dann schauen wir mal, wie viele wir hier heute Abend sind tatsächlich. Ja, ausbaufähig würde ich sagen. 26, 27. Ja, ich hatte gehofft, dass wir ein paar mehr sind, aber vielleicht haben Sie ja so einige noch nicht so richtig mitbekommen
und fühlen sich noch nicht richtig ermutigt, hier auch wirklich teilzunehmen. Ich würde Sie also sehr darum bitten, ja, er steigt schon noch an. Ja, ich würde eigentlich gerne gleich mit der zweiten Umfrage weitermachen. Und zwar möchte ich gerne wissen, wie live sind wir eigentlich? Ja, also wir wollen die Latenzzeit messen. Und was wir uns zunutze machen ist, dass dieses Umfragetool, das Poll Everywhere, schneller ist, deutlich schneller ist als YouTube. Der YouTube-Stream, der hat so eine Latenzzeit von ein paar Sekunden, je nachdem, welche Internetverbindung Sie haben. Aber Poll Everywhere hat praktisch überhaupt keine, hat vernachlässigbare Latenz. Was ich also machen werde, ist, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt Stopp sage. Und Sie müssten einfach, sobald diese Umfrage bei Ihnen auf Ihrem mobilen Endgerät, was es immer auch ist, erscheint, zählen Sie 21, 22, 23, bis Sie auf YouTube mein Kommando Stopp hören. Und je nachdem, wie viele Sekunden Sie gezählt haben, das geben Sie also dann in die Umfrage ein. Ja, also nochmal, ich werde zum gegebenen Zeitpunkt Stopp sagen. Und ich warte da noch ein paar Sekunden, bis ich das mache. Und Sie sind also bereit und schauen auf Ihr mobiles Endgerät, wann diese Umfrage erscheint. Und wenn Sie Stopp, dann fangen Sie also an zu zählen. Ja, wenn die Umfrage erscheint auf Ihrem mobilen Endgerät, dann fangen Sie an zu zählen. 21, 22, 23. Wenn Sie dann Stopp hören, in dem Fall bei 23, dann würden Sie 3 Sekunden in die Umfrage eingeben. Also, haben Sie es begriffen? Dann warte ich mal noch so 10 Sekunden oder so und dann sage ich ganz plötzlich Stopp. Stopp. So, jetzt wird es noch ein paar Sekunden dauern, bis die Umfrageergebnisse hier erschienen sind. Und dann wissen wir, wie live wir sind. Ja, ob das also jetzt 1 Sekunde, 2 Sekunden. Ja, also tatsächlich die allermeisten, die haben also wirklich eine sehr gute Internetverbindung. Über die Hälfte hat nur eine Latenzzeit von 1 Sekunde. Dann ein weiteres Viertel von 2 Sekunden. Und das restliche Viertel, ja, manche haben es auch, haben meine Ausführungen auch nicht gleich kapiert und damit haben sie es eben dann verpasst. Aber es werden noch mehr Umfragen kommen und wir können das also noch ein paar Mal probieren. Ich hatte gesagt, eine richtig ernsthafte Vorlesung, und was könnte für eine Vorlesung angemessener sein, als mit einer Übungsaufgabe zu beginnen? Also ich lese Ihnen mal vor, meine Übungsaufgabe hier. Baker Street 221, London Baker Street 221. Abends, Sie sehen die rote Abendsonne im Fenster, während Sherlock Holmes, er tritt gleich ein, seine Violine stimmt, liest ihm Watson aus der Zeitung vor. Stellen Sie sich vor, Holmes, die gesamte Strahlungsemission eines Körpers ist proportional zur 4. Potenz seiner absoluten Temperatur. Holmes, was ist absolute Temperatur? Watson, der absolute Temperaturnullpunkt liegt bei minus 273 Grad Celsius. Holmes tritt ans Fenster und streckt den Arm mit abgespreizten Daumen vor sich hin in Richtung des Fensters, hinter dem die Sonne untergeht. Kurze Pause. Holmes, wenn das so ist, mein lieber Watson, hat die Sonne eine Oberflächentemperatur von etwa 6000 Grad absolut. Watson, Ihre astrophysikalischen Kenntnisse überraschen mich, Holmes. Mein lieber Watson, Sie sind gleich null. Ich weiß nicht einmal, wie weit die Sonne entfernt ist. Reine Kombinationsgabe. Wenn ich Sie richtig verstehe, mein lieber Watson, ist die Erdtemperatur etwa 400 Grad absolut. Watson nickt.
Mein Arm, mein Daumen, ja, das Kutschengeklapper, das mag nicht kommen. Ah ja, mein Arm, mein Daumen, die Sonne viermal so weit weg wie ihr Durchmesser, strahlt ab, wie sie aufnimmt. Ihr T hoch 4 Gesetz erhält man 6000 Grad absolut. Die Aufgabe war natürlich, sich das zu überlegen, was das Kutschengeklapper jetzt leider übertönt hat. Aber was hat es mit der Erderwärmung zu tun? Naja, ganz klar. Wenn Holmes aus der Erdtemperatur die Sonnentemperatur ausrechnen kann, dann werden wir wohl aus der Sonnentemperatur die Erdtemperatur und mit etwas mehr Zutaten vielleicht sogar die Erderwärmung ausrechnen können. Das ist eine der wesentlichen Ideen heute. Was haben wir für Sie vorbereitet? Zunächst werden wir einen Blick in die Geschichte werfen, dann einen Blick auf die relevanten Naturgesetze und diese werden wir dann anwenden auf den Energiehaushalt der Erde, um schließlich die Erderwärmung zumindest in einem sehr einfachen Modell nachzurechnen. Aber bevor ich hier anfange, möchte ich mit einer Kommunikationskatastrophe aus dem letzten Jahr beginnen, die mich tatsächlich dazu gebracht hat, diese Vorlesung in einfacherer Form für ein allgemeines Publikum im Rahmen einer Samstagsvorlesung aufzubereiten. Sie sehen hier den FDP-Vorsitzenden, frisch gewählt vor ein paar Tagen, Christian Lindner. Und der hat erklärt, dass Energie- und Klimapolitik eine Sache für die Profis sei. Und auf der anderen Seite sehen Sie die Greta Thunberg, die so ziemlich genau dasselbe sagt, interessanterweise. Die sagt nämlich, hört auf die Wissenschaftler, also hört auf die Profis. Als ich so alt war wie Greta, schon ein paar Jahre her, da gab es ein anderes, wirklich drängendes Problem, was die Zukunft der Erde anbelangte, nämlich das Ozonloch. Es hat sich also in jedem Winter über dem Südpol ein immer größer werdendes Loch aufgetan und schließlich war die ganze Polarfläche, einschließlich später dann dem südlichen Bereich von Australien, betroffen und die Weltgemeinschaft hat gehandelt. Ja, sehen wir, wie die Geschichte früher angefangen hat. Es fängt nämlich vor 200 Jahren an, nämlich mit Joseph Fourier, war ja ein Franzose, zur Zeit Napoleons. Und Fourier ist einer der ganz bekannten Mathematiker und Physiker, der grundlegende Werkzeuge geschaffen hat, fortgeschrittene Werkzeuge, die in der Physik unabdingbar sind. Aber diese Werkzeuge hat er interessanterweise zu dem Zweck entwickelt, um den es heute auch geht, nämlich er wollte wissen, warum die Erde so warm ist, wie sie ist. Denn er hat herausgefunden gehabt, dass, wenn man einfache Annahmen macht, dass dann die Erde deutlich kälter sein müsste. Und er hat spekuliert, ob es vielleicht das warme Erdinnere ist, das dieses Wärmedefizit ausgleicht. Mit seinen neuen mathematischen Methoden ist er darauf gekommen, dass das nicht der Fall ist. Schließlich ist er zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht die Strahlung der Sterne ist, die in Ergänzung zum Sonnenlicht eben die Erdtemperatur ausmacht, die wir haben. Das war natürlich falsch. Auf den Treibhauseffekt ist er nicht gekommen. Aber zur selben Zeit, vielleicht sogar ein bisschen früher, gab es einen anderen, ich glaube, es war ein Schweizer, Horace Benedict de Saussure, der auch als Begründer des Alpinismus gilt. Er ist also auf die Berge geklettert und hat auch das Phänomen der Gletscher bewundert und hinterfragt. Und hat sich ähnliche Fragen wie Fourier gestellt und hat dann schließlich dieses Experiment gemacht, wo er ein Treibhaus, wie Sie es hier sehen, also eine doppelt verglaste, isolierte
Fläche genommen hat, da ein Thermometer reingesteckt hat und gemerkt, dass dieses Thermometer Temperaturen anzeigt, die über 100 Grad höher sind als die Umgebungstemperatur oder so. Der nächste bedeutende Wissenschaftler, das war John Dündall. John Dündall, ein Ire, aus sehr einfachen Verhältnissen stammend. Und wenn man also einen Hintergrund wie Tyndall hatte, dann war es damals extrem schwer, eine akademische Karriere einzuschlagen. Es hat einfach das Geld gefehlt. An den englischen Universitäten hat er auch keine Chance gehabt. Er ging stattdessen nach Deutschland und hat dort eine Reihe von Professoren gefunden, die die ihn ausgebildet haben, die ihm schließlich zu einem Doktorgrad geführt haben. Und später ist Dündall einer der produktivsten Wissenschaftler seiner Zeit geworden. Und er, gleich wie Saussure, ein begeisterter Alpinist, hat eine Erstbesteigung, ich glaube, des Weißhorns durchgeführt. Ja, also so ehrgeizig war der Mann. Auch er hat sich gefragt, woher denn die Gletscher kämen, und wollte dem Treibhauseffekt nachspüren, der damals schon in der Diskussion war, und hat dann schließlich die Treibhausgase entdeckt. Also er hat entdeckt, dass Wasser, das CO2, das Methan, dass die im Infraroten absorbieren, und einige seiner Messapparaturen, die sehen Sie hier auf der Folie dargestellt. Also ein ganz bedeutender Naturwissenschaftler. Der nächste in der Reihe ist Svante Arrhenius, ein berühmter Physiker und Chemiker, gilt als der Begründer der physikalischen Chemie. Sie wissen wahrscheinlich, dass wenn Sie Salz, Kochsalz in Wasser geben, dass sich dann das NaCl, dass das dissoziiert in positiv geladene Natriumionen und negativ geladene Chlorionen, das hat Svante Arrhenius unter anderem entdeckt, hat einen Nobelpreis dafür auch erhalten. Also ein richtig bekannter Physiker und Chemiker. Und er war es, der nachgerechnet hat, dass die Treibhausemissionen, dass die zu einer Erwärmung der Erde führen sollten. Und als Schwede hat er das durchaus positiv gesehen. Ja, er hat geschrieben, der Anstieg des CO2 wird zukünftigen Menschen erlauben, unter einem wärmeren Himmel zu leben. Er hat es also positiv gesehen. Es war dann eine große Kontroverse, ob die menschliche Aktivität tatsächlich in der Lage wäre, den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu steigern. Und derjenige, der das nachgewiesen hat, das war ein gewisser Charles Keeling, den Sie hier auf dem Bild sehen. Sie sehen da eine Hand. Das Bild ist nämlich entstanden, als Keeling die höchste zivile Auszeichnung, den höchsten zivilen Orden in den USA bekam, paradoxerweise aus den Händen von George W. Bush, für seine Verdienste um den Nachweis des CO2s, des CO2-Anstiegs in der Erdatmosphäre. Keeling hat bereits als ganz junger Mann, ziemlich kurz nach seiner Doktorarbeit, hat er begonnen, den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu messen. Und um den unverfälscht zu messen, ging er auf einen hohen Berg im Pazifischen Ozean, also auf den Mount Loa, auf Big Island, Hawaii, und hat dort ein Observatorium für die CO2-Messung aufgebaut. Und diese Messungen hat er fortgesetzt bis auf den heutigen Tag. Da werden Sie sagen, der ist doch schon 2005 gestorben. Ja, er hat es vererbt an seinen Sohn, der diese Messungen weiterführt. Und Keeling hat seine Apparatur mit Zähnen und Klauen verteidigt, dass an dem Messprinzip, das er damals in den 50er Jahren eingeführt hat, dass daran nichts geändert wird, so dass diese Messungen ohne Brüche tatsächlich bis zum heutigen Tag fortgeführt werden.
Zunächst war er sehr verwundert über seine ersten Messungen. Die gingen nämlich rauf und runter und er hat schon an seiner Apparatur gezweifelt, bis er nach so ein, zwei Jahren draufgekommen ist, dass der CO2-Gehalt, den er da misst in der Atmosphäre, dass der den Jahreszeiten folgt. Ja, wenn im Herbst die Blätter fallen, dann wird natürlich weniger CO2 absorbiert und der CO2-Gehalt in der Atmosphäre steigt und im Frühjahr, da geht es eben dann andersrum. Ja, und auf der Nordhalbkugel gibt es eben wesentlich mehr Landmasse, deswegen dominiert die Nordhalbkugel mit diesem Effekt. Er hat also die Erde beim Atmen beobachtet. Aber das war nicht das wirklich Bedeutende. Das wirklich Bedeutende ist, dass der CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre steigt und steigt und steigt. Von 320 oder weniger als 320 Parts per Million auf über 400, auf circa 420 heute. Ja, also es besteht kein Zweifel mehr, dass der CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre, dass der tatsächlich menschengemacht ist. Und man kann den Anstieg des CO2s in der Atmosphäre tatsächlich über Jahrhunderte, sogar über Jahrtausende zurückverfolgen, zum Beispiel indem man Bohrkerne in der Antarktis gewinnt und die eingeschlossene Luft analysiert auf ihren CO2-Gehalt. Ja, also das ist hier gemacht, die verschiedenen Messpunkte hier, die zeigen verschiedene Messmethoden, um den CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre zu rekonstruieren. Und Sie sehen einen sehr starken, sehr steilen Anstieg, beginnend um das Jahr 1770. Was ist da passiert? Nun, da ist Folgendes passiert, da hat James Watt die Dampfmaschine nicht erfunden, aber er hat sie so weit verbessert, dass die Dampfmaschine konkurrenzfähig geworden ist, dass die Energie, die eine Dampfmaschine erzeugt, dass die billiger geworden ist als die Energie, also die Arbeit, meine ich hier, als die Arbeit, die Pferde oder die Menschen verrichten. Und damit hat die Industrialisierung zunächst in England begonnen und später natürlich auf der ganzen Welt. Als nächstes ein deutlich weniger bekannter Wissenschaftler. Das war kein Wissenschaftler an irgendeiner Universität oder an irgendeinem Forschungsinstitut. Nein, das war ein Wissenschaftler in der Industrie, ein Industriewissenschaftler. Und Sie werden es, ja, Sie sehen es an der Folie, bei welcher Firma er gearbeitet hat, bei Exxon. Und er hat ebenfalls ausgerechnet, was passieren wird mit der Erdtemperatur, wenn der CO2-Gehalt verdoppelt wird. Und er kam auf ein bisschen weniger als Svante Arrhenius viele Jahrzehnte vorher, nämlich auf 3 Grad Celsius, und da sehen Sie die entsprechenden Kurven, schon mit den ersten Computern Vertrauensintervalle ausgerechnet. Tatsächlich war Exxon ein führendes Klimaforschungsinstitut bis vor 30 Jahren vielleicht. Und ich möchte das jetzt aus Zeitgründen hier nicht im Einzelnen hier abhandeln. Jedenfalls um 1990, ja, also 1977, da haben die wissenschaftlichen Aktivitäten von Exxon begonnen. Da hat man also nach den Auswirkungen des CO2-Anstiegs gesucht. Insbesondere hat man sich dafür interessiert, wie groß die Speicherfähigkeit der Meere ist für das CO2. Ja, ob die Meere das CO2 wieder gut absorbieren. Und man hat die Tankerflotte von Exxon benutzt, um da entsprechende Messinstrumente einzubauen. Naja, und dann vergingen also 20 Jahre oder so, nicht mal 20 Jahre. Und dann hat man die Politik gewechselt und hat sich den Klimaskeptikern angeschlossen, zusammen mit British Petrol zum Beispiel und ein paar anderen. Also Sie können das dann mal selber nachlesen. Ja. Gut. Ich habe eine Karikatur gefunden. Ja, die Welt, die schläft. Und IPCC, das ist das Intergovernmental Panel of Climate,
auf Climate Change, glaube ich. Also auf Deutsch gesagt, der Weltklimarat. Ja, also der Weltklimarat würde klingeln. Aber da sind schon etliche Wecker vorher kaputt gemacht worden. Und die ersten mit, die geklingelt haben, das war tatsächlich nicht der Weltklimarat, sondern das war Exxon. Also das ist die Ironie der Geschichte. Und nun, die Vorhersagen treffen mittlerweile ein, das wird immer klarer. Und einer der ersten, der eine berühmte Kurve dazu veröffentlicht hat, die sogenannte Hockeyschlägerkurve. Also Sie sehen die Temperaturentwicklung der Erde, die mittlere Temperatur als Funktion der Zeit. Und das geht eben dann so ab dem Jahr, 80er Jahre oder so, geht es also steil an. Das war eine Kurve, die riesige Kontroversen ausgelöst hat. Und es gab Politiker in den USA, die versucht haben, diesen Mann, also Michael Mann, vor Gericht zu bringen. Ja, also dem gerichtlich seine Forschung verbieten zu lassen. Die Gerichte haben das allesamt abgelehnt, vielleicht ähnlich wie sie die Trumpschen Vorwürfe zurückgewiesen haben, die Wahl sei gefälscht. Gut, eine nächste Umfrage, um Sie aktiv zu halten, nämlich ich möchte von Ihnen wissen, wie lange kennt die Menschheit den Treibhauseffekt? Ja, seit den alten Griechen ist die erste Antwort, seit Napoleons Zeiten, die zweite seit dem Ende des 19. Jahrhunderts oder eben seit kurz nach 1945. Wenn Sie gut aufgepasst haben, dann sollte das kein Problem sein, denke ich. Schauen wir, was Sie in Erinnerung haben. Ja, wir warten ruhig noch ein bisschen. Ja, seit den alten Griechen meinen immerhin 10%. Ja, also tatsächlich, die zweite Antwort ist richtig. Ich hatte erwähnt, Fourier war mehr oder weniger ein Zeitgenosse von Napoleon. Und Fourier war der Erste, der ausgerechnet hat, dass das, was wir gleich als Erstes ausrechnen werden, dass das nicht ausreicht, um die Erdtemperatur zu erklären. Ja, also seit Napoleons Zeiten ist klar, dass es sowas gibt wie einen Treibhauseffekt, auch wenn die Mechanismen noch nicht so ganz klar waren. Ja, machen wir gleich weiter mit der nächsten Umfrage, denke ich. Ja. Seit wie lange kennt die Menschheit die Gefahren durch die Erderwärmung? Seit Napoleons Zeiten? Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts? Seit kurz nach 1945? Seit ca. 50 Jahren? Und die letzte Antwort ist, ja, kennen wir sie überhaupt, die Gefahren? Und da bin ich gespannt, was Sie antworten. Ich wüsste nämlich auch nicht so genau, was ich antworten soll, muss ich zugeben. So, warten wir noch ein paar Sekunden und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Seit Napoleons Zeiten, ja, das sagen die wenigsten, das dürfte wohl auch so richtig sein. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, die Meinung kann man durchaus verteidigen. Ja, schließlich war es Tyndall, der die Berge hochgegangen ist, der sich überlegt hat, woher kommt der Treibhauseffekt, der gefunden hat, dass das CO2 ein Treibhausgas ist, der sicher wusste, dass der Anstieg der Treibhausgaskonzentration zu einer Erderwärmung führen kann, auch wenn er sich noch nicht sicher sein konnte. Und der sich vielleicht Sorgen gemacht hat um die schönen Gletscher. Ja, seit kurz nach 1945 kann man natürlich dann auch verteidigen. Seit circa 50 Jahren, ja, also ich habe Ihnen die Forschungen von Exxon gezeigt. Und tatsächlich hatte Exxon die Bedenken, dass man diese Aktiengesellschaft später belangen könnte,
Wenn ein Anleger nachweist, dass diese Firma um den Treibhauseffekt gewusst hat, um die Erderwärmung gewusst hat, aber trotzdem nichts getan hat, so ähnlich wie die Gerichtsurteile zur Tabakindustrie. Und schließlich können Sie natürlich auch sagen, ja, kennen wir die Gefahren der Erderwärmung im vollen Umfang? Da kann man also auch Zweifel haben. Gut, ich denke, das ist der Zeitpunkt, dass wir uns ein paar Notizen machen, dass wir uns aufschreiben, was wir soeben gelernt haben. Also holen Sie Bleistift und Papier heraus und wir notieren uns hier ein paar Sachen. Ja, die Überschrift, die habe ich hier schon hingeschrieben, Erderwärmung vor- und nachgerechnet. Und wir wollen uns ganz kurz ein paar historische Fakten aufschreiben. Nicht? Es gibt ja unter den Verschwörungstheoretikern und Klimaskeptikern gibt es ja so einige, die glauben, dass diese Debatte, die wir heute führen, dass das eine Erfindung der letzten 10 Jahre oder der letzten 20 Jahre, vielleicht auch eine Erfindung der Grünen oder sonst was war, das ist alles Unsinn. Also schreiben wir auf. Erstens, Fourier, ein Name, der Ihnen im Physikstudium noch häufig begegnen würde. Fourier erkannte vor 200 Jahren, ziemlich genau 200 Jahren, dass die Erde ohne ihre Atmosphäre viel, viel kälter wäre. Dass die Erde ohne ihre Atmosphäre, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber so ähnlich stimmt das. Ja? Also, dass die Erde ohne ihre Atmosphäre viel kälter wäre. Ja, also tatsächlich hat er geglaubt, dass die Sterne mit Heizen helfen. Der zweite Pionier, das war John Tyndall. Ja, der hat noch wesentlich mehr wissenschaftliche Beiträge geleistet als nur dieses hier. Tyndall identifizierte vor 160 Jahren die Treibhausgase. Ja, er hat entdeckt, dass die Infrarotstrahlung, wir werden gleich darauf kommen, dass die Infrarotstrahlung von gewissen Gasen absorbiert wird. Dann haben wir als nächstes Arrhenius, Svante Arrhenius, sagte vor 125 Jahren, die menschengemachte, also die anthropogene Erderwärmung voraus. Und er hat das positiv gesehen. Ja, er hat sich also darüber gefreut für die zukünftigen Generationen. 5 Grad Celsius bei Verdopplung von CO2. Ja, und dann haben wir hier Keeling. Ja, die Kritik an Arrhenius, die kam sofort. Die Kollegen haben gesagt, ja, es kann schon sein, dass wir viel CO2 in die Luft blasen, aber verglichen mit dem, was die Erde selber produziert und absorbieren kann und so weiter, spielt das alles keine Rolle. Deswegen war die Arbeit von Keeling seit 1958, Keeling, und man nennt die Kurve, die er gemessen hat, auch die Keeling-Kurve. Und sie wird als eine der bedeutendsten Kurven in der Geschichte der Wissenschaften angesehen. Also Keeling beweist die anthropogene Zunahme der CO2-Konzentration. Ja, also so von rund 300 ppm auf 420 heute, 420 ppm heute. Ja, und seit 1999 gibt es die
Ja, die Hockeyschlägerkurve, die finden Sie auch in der Literatur, zum Beispiel auf Wikipedia, finden Sie die in aller Ausführlichkeit samt all den politischen Kontroversen, die es drum gab, diskutiert. Also seit 1999 der Temperaturanstieg auf der Erde wird zunehmend klarer und eindeutiger. Und das Stichwort ist, wie gesagt, die Hockeyschlägerkurve. Auf Englisch Hockey Stick Curve, also Hockeyschlägerkurve. Ja, wir haben ein kleines Experiment hier zum Treibhauseffekt aufgebaut, das ich jetzt hier sozusagen in Betrieb nehmen möchte. Sie sehen hier zwei Modelllandschaften, gleiche Modelllandschaften, also zwei Häuser, Bäumchen außen rum, und die werden beleuchtet durch eine leistungsstarke Lichtquelle, also durch eine künstliche Sonne. Das sind Leuchtdioden im Übrigen, also die emittieren vergleichsweise wenig Wärmestrahlung, also es wird also nicht direkt erwärmt, sondern es fällt also wirklich hier ähnlich wie auf der Erde Sonnenlicht durch, die Atmosphäre, und wird dann da unten auf dem Boden umgewandelt in Wärmestrahlung. Und wir haben hier zwei Präzisionsthermometer. Ja, wir haben das schon vor einigen Stunden hier in Betrieb genommen und die zeigen ungefähr dieselbe Temperatur an von gut 36 Grad Celsius. Und was wir jetzt machen ist, dass wir in eins von beiden, und zwar in dieses hier, in die rechte Apparatur, da leiten wir jetzt CO2 ein und lassen das also auch eine Zeit lang laufen. Und so gegen Ende der Vorlesung, da schauen wir dann, was da passiert ist. Ja, also es kann also jetzt durchaus sein, dass es hier zunächst ein bisschen kälter wird, denn das CO2, das ist eben, das ist kälter. Ja, wir schalten es jetzt dann wieder aus, damit es also nicht übers CO2 gekühlt wird. Und dann sehen wir mal. Ja, das passt schon so. Ja, also da ist jetzt wieder zugedreht, ne? Gut. Ja, das lassen wir einfach laufen und schauen es uns später nochmal an. Ja, als nächstes müssen wir uns, wenn wir was ausrechnen wollen, natürlich die relevanten Naturgesetze anschauen. Also schreiben wir gleich eine Überschrift auf, die nächste Überschrift, nämlich relevante Naturgesetze. Zweitens, relevante Naturgesetze. Und wir beginnen mit einem ganz bekannten Naturgesetz, nämlich mit der Energieerhaltung. Und derjenige, der das gefunden hat, das war ein gewisser Robert Julius von Meyer, zunächst Meyer, später dann von Meyer, ganz bemerkenswerte, ja, eigentlich auch traurige Lebensgeschichte dieses Robert Julius von Meyer. Der war als junger Mann Schiffsarzt und ist mit einem holländischen Handelsschiff zur See gereist. Und seine Aufgabe war natürlich, die Schiffsmannschaft medizinisch zu betreuen. Aber seine Aufgabe war auch, Daten zu sammeln, also Messdaten zu sammeln. Jede Schifffahrtsnation hat damals wie heute die Wetterbedingungen in den Ozeanen gemessen, denn es war sehr wichtig zu wissen, in welchen Regionen der Weltmeere die Wetterbedingungen eher rau und gefährlich sind und wo sie eher weniger gefährlich und vorteilhaft sind. Deswegen musste er also zum Beispiel jeden Morgen oder abends vielleicht mehrmals am Tag, schätze ich, die Wassertemperatur messen. Und ihm ist aufgefallen, dass die bewegte See, wenn es also Wellen gibt, dass die wärmer war, als wenn es eben keine Wellen
gab. Und da ist er auf den Gedanken gekommen, dass die mechanische Energie, ja, also die Arbeit, also die Wellenbewegung, kinetische Energie, dass die in Wärme umgewandelt wird. Ja, er war aus Heilbronn ursprünglich, ja, also Robert Meyer, Arzt in Heilbronn, sehen Sie hier, geboren 1840, gestorben 1878, ja, berechnete er als erster auf geniale Weise das mechanische Wärmeäquivalent, also wie viel Energie in, also wie viel Wärmeenergie in wie viel Wärmeenergie Arbeit umgewandelt werden kann. Und dazu habe ich ein Experiment, aber bevor ich das zeige, möchte ich hier noch dieses Gedicht hier vorlesen, das man also an diese Gedenktafel angebracht hat. Wo Bewegung entsteht, Wärme vergeht. Wo Bewegung verschwindet, Wärme sich findet. Ist Bleiben erhalten, des Weltalls Gewalten. Die Form nur verweht, das Wesen besteht. Ja, das Wesen besteht, die Energie ist erhalten. Das ist also hier ja, lyrisch ausgedrückt. Robert Julius von Meyer, die Geschichte, ich habe es schon gesagt, war traurig. Er hat versucht, dieses Resultat zu veröffentlichen in einer physikalischen Zeitschrift. Die Physiker haben das nicht besonders gutiert, die waren nicht besonders erfreut. Die haben das zurückgewiesen zunächst. Und schließlich kam ein gewisser Herr Joule auf ähnliche Gedanken, nur wenige Jahre später. Und so ging ihm eben seine bedeutendste wissenschaftliche Errungenschaft, die ging ihm sozusagen durch die Lappen. Dann sind also auch noch zwei seiner Kinder gestorben und er war ein gebrochener Mann, musste sogar in die Nervenheilanstalt eingewiesen werden, kam dann wieder, ja, also sein Zustand hat sich verbessert, konnte es wieder verlassen. Und dann war es Tyndall, den wir schon erwähnt haben, der tatsächlich sich mit der Geschichte auseinandergesetzt hat und der auch zu Hause in Großbritannien festgestellt hat, es war tatsächlich Robert Julius von Meyer, der das als erster entdeckt hat. Man hat ihn dann schließlich sogar geadelt, aber so richtig froh ist er nicht mehr geworden aus seinem Leben. Ich möchte das Experiment vorführen, das Robert Julius von Meyer, nachdem er von seiner Schiffsreise zurückgekehrt war, so in etwa durchgeführt hat. Wir zeigen das natürlich ein bisschen anders. Also hier wieder so ein Präzisionsthermometer. Und was wir hier haben, ist natürlich das Thermometer innerhalb von dieser Kunststoffröhre. Und diese Kunststoffröhre, die ist gefüllt mit so Bleikügelchen und da ist dieser Temperatursensor drin. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich den mehrfach aus einer Höhe von 1 Meter fallen lasse. Sie kennen M mal G mal H. Ja, also das ist ungefähr 1 Kilogramm hier. 1 Kilogramm mal G, das sind also diese 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, mal H, wie gesagt, 1 Meter. Müssten das also dann 10 Joule sein. Ja? Und die lasse ich also da 10-mal runterfallen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, und Sie sehen, dass die Temperatur hier so ein klein bisschen ansteigt, um einige Hundertstel bis, wahrscheinlich ein paar Zehntel Grad. Wir können das also auch ausrechnen mit der bekannten Wärmekapazität der Bleikügelchen, da sind so Schrotkügelchen drin, da könnten wir das also ausrechnen und dann die Wärmekapazität hier berechnen. Ja, das ist also das Wärmeäquivalent. Also Energieerhaltung, schreiben wir uns kurz auf. Ja, also Energieerhaltung, erstens Energieerhaltung. Wir werden die Energieerhaltung später nochmal brauchen. Ja, also ein Körper, der mehr Energie aufnimmt, als er abgibt.
der wird wärmer. Das ist das, was wir hier gesehen haben. Es kann natürlich auch sein, dass er schmilzt, ja, also hier, oder er schmilzt oder verdampft, je nachdem. Ja, das nennt man dann latente Wärme, aber das hier nur, um genau zu sein. Ja, das war also hier das mechanische Wärmeäquivalent, das wir gezeigt haben. Als nächstes möchte ich diskutieren, wie Wärme transportiert wird. Und dazu hier eine kleine, ein kleines Bildchen. Also wir haben hier so einen Wasserkessel. Ja, und da sehen Sie alle drei Arten des Wärmetransports. Also es gibt einerseits die Wärmeleitung, die uns alle bekannt ist. In der Physik sprechen wir auch von Diffusion, also Wärmediffusion. Wenn also hier sozusagen der Griff, also wenn der Griff dieses Teekessels, der da heiß wird, ja, der Griff ist am Anfang kalt, aber mit der Zeit wird er auch warm. Deswegen macht man also den Griff üblicherweise aus einem schlechten Wärmeleiter. Ja, tut man das nicht, dann kann man den also nicht anfassen. Das wäre also Wärmeleitung. Das andere ist Konvektion. Das sehen wir im Teekessel. Ja, das warme Wasser, das hat eine geringere Dichte als das kalte Wasser. Und deswegen gibt es also hier eine Umwälzung des Wassers. Oder wir sehen es auch über den Dampf. Und schließlich noch die Wärmestrahlung. Und die ist das Entscheidende hier. Ja, also Wärmestrahlung. Es kann auch durch, ja, während diese beiden, während Konvektion und Diffusion, während die an Material gebunden sind, ist die Wärmestrahlung, geht die also auch durch das Vakuum. Und deswegen ist die Wärmestrahlung für den Energiehaushalt der Erde das Entscheidende, weil das Weltall ist im Wesentlichen leer. Das heißt also, Konvektion und Wärmeleitung können im Weltall nicht stattfinden. Schreiben wir uns das auf. Also Wärmetransport thermische Energie kann auf drei verschiedene Arten transportiert werden. Nämlich Diffusion, Konvektion und Strahlung. Diffusion, also Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung. Ja, also letztere ist für den Energiehaushalt der Erde entscheidend. Ja, Haushalt bedeutet immer, man nimmt was ein, ja, und man gibt was aus. Also die Strahlung, die ist für die Energieaufnahme, Sonnenstrahlung natürlich, und für die Energieabgabe, Wärmestrahlung, wir kommen gleich drauf, das Entscheidende. Letztere ist für den Energiehaushalt der Erde ja, ausschließlich relevant, weil ja, das Weltall im Wesentlichen Vakuum ist. Im Wesentlichen leer ist. Damit sind wir schon beim Begriff der Wärmestrahlung. Es ist tatsächlich so, dass alle Körper Wärme, also elektromagnetische Strahlung abgeben, einfach dadurch, dass sie warm sind. Wenn die Körper so heiß sind, dass ja, mehrere tausend Grad
Kelvin oder Celsius. Wenn die also sehr heiß sind, dann nennen wir diese Wärmestrahlung auch Licht. Ein Beispiel hier, sehr bekannt, wird zwar seltener. Das ist also hier eine Glühbirne. Wir können sie mal anschalten, diese Glühbirne. Und was Sie sehen ist, dass der Draht, da fließt also Strom durch, der wird also sehr heiß, auf ja, vielleicht 2000 Kelvin oder so, wird er heiß und strahlt entsprechend Licht ab. Das ist Wärmestrahlung. Wenn wir auf diese Glühbirne schauen mit einer Wärmebildkamera, die haben wir also hier, hier haben wir also eine Wärmebildkamera, und die ist also gerichtet also auf diese Glühbirne, dann sehen Sie, dass diese Glühbirne zunächst an der oberen Kappe heiß ist. Die Wärmebildkamera, die kann nämlich nicht durch dieses Glas durchschauen. Die sieht also nur die Wärme des Glases außen. Ja, also da unten ist die Lampe noch gar nicht so heiß, aber da oben könnte ich schon, ja, da ist es also schon richtig heiß. Das sehen Sie also hier auf dieser Wärmebildkamera. Und wenn wir da also noch eine Zeit lang warten, dann wird die also vollständig heiß sein. Und ja, also die Wärmebildkamera, Sie kennen diese Instrumente in Corona-Zeiten. Ja, dann nimmt man also solche Kameras zum Beispiel an Flughäfen und richtet sie auf die Personen. Und wenn dann einer kommt und eine Temperatur hat von 38, 39 Grad Celsius, dann leuchtet der in diesem Falschfarbenbild. Hier wird also Temperatur in Farben kodiert. Dann leuchtet der meinetwegen rot und fällt den Leuten, die das überwachen, fällt das eben sofort auf. Also das ist Wärmestrahlung. Was haben wir noch? Ich dachte, ich hätte noch ein Experiment hier zu zeigen. Ja, noch zwei Experimente hier, nämlich diese sogenannte Wärmemaschine. Wenn ich hier das Licht anmache, ja, dann fängt sich dieses Ding an zu drehen. Es ist aber nicht etwa so, dass der Lichtdruck hier dieses Ding in Bewegung bringen würde, sondern wenn Sie genau hinschauen, dann merken Sie, dass diese Flügel, dass sich die so ein bisschen verbiegen. Ja, also jeder dieser Flügel, also ein fauler Trick, besteht aus Bimetall, das sich also da ein bisschen verbiegt und deswegen ändert sich der Schwerpunkt. Ja, da unten wird es dann wieder kalt und dann und so dreht sich das Ding eben. Ja, aber die Strahlung also von dieser Lampe, die wird natürlich zweifelsohne über Wärmestrahlung übertragen. Genauso ist es hier, auch hier ist es nicht der Lichtdruck, sondern bei dieser sogenannten Lichtmühle, da ist es so, dass die verschiedenen Seiten verschieden beschichtet sind. Ja, also die schwarze Seite, die wird wärmer als die glänzende Seite. Und nachdem es da ein bisschen Luft drin gibt, also es ist nicht vollständig luftleer, kriegen eben die Luftmoleküle da eine stärkere kinetische Energie, und das führt also über die Impulserhaltung zu diesem Effekt. Also mit Lichtdruck hat es alles nichts zu tun, aber es ist immerhin richtig, dass die Energie über Wärmestrahlung übertragen wird. Wärmestrahlung ist elektromagnetische Strahlung, genauso wie das Licht, genauso wie Radiowellen, genauso wie Röntgenwellen. Heiße Körper strahlen elektromagnetische Strahlung ab, ob das jetzt Licht ist, Infrarotstrahlung oder eben noch länger welche Wellen. Ja, auch das schreiben wir uns kurz auf. Also drittens Wärmestrahlung. Alle Körper strahlen Energie in Form von elektromagnetischen Wellen ab. Von elektromagnetischen
Wellen ab. Ja, bei sehr heißen Körpern ist das Licht, ist also sichtbare Strahlung, für das menschliche Auge sichtbare Strahlung, Licht. Ja. Bei kälteren Körpern ist das Infrarotstrahlung. Und Sie wissen vielleicht, dass Schlangen zum Beispiel eben Wärmestrahlung sozusagen sehen können, dass die Sensoren dafür haben. Bei kälteren Körpern Infrarotstrahlung. Und nun kommt ein weiterer wichtiger Begriff, nämlich der Begriff des schwarzen Körpers oder des schwarzen Strahlers. Das ist eine letztendlich ganz einfache Geschichte, nämlich wir nennen in der Physik, ähnlich wie in der üblichen Welt, nennen wir einen schwarzen Körper, einen Körper, der alle Strahlung, die auf ihn trifft, absorbiert. Und die einfachste und eine der besten Realisationen eines schwarzen Körpers ist einfach so ein Hohlkörper mit einem kleinen Loch. Und das bedeutet, alles Licht, was da reinkommt, das wird also mehrfach gestreut an den Wänden, die auch noch schwarz ausgekleidet sind und so weiter, und so verschluckt. So, was passiert aber, wenn dieser Körper, wenn der im Inneren warm ist, ja, also wenn ich da einen Ofen draus machen würde, dann wissen Sie, ja, dass der irgendwann rot glühen würde bei einer bestimmten Temperatur. Gehen Sie weiter mit der Temperatur hoch, glüht er orange und schließlich weiß und so weiter. Ja, tatsächlich ist es so, dass auch die Sonne in diesem Sinne ein schwarzer Körper ist. Ja, unsere Mitmenschen, die halten uns Physiker ja für manchmal so ein bisschen für verschroben, ja, und ein bisschen merkwürdig. Und wenn wir von der Sonne als schwarzen Körper sprechen, dann muss ich zugeben, kann ich das in gewisser Weise nachvollziehen. Aber es ist nun mal so, alle Strahlung, die auf die Sonne trifft, wird so gut wie alle Strahlung, die auf die Sonne trifft, wird absorbiert. Ja? Und diese schwarzen Körper haben in der Geschichte der Physik, also auch in der Geschichte der Entwicklung der Quantenmechanik, eine besondere Rolle gespielt. Da kommen Namen wie Kirchhoff und Planck ganz prominent vor. Und es ist eben so, dass ein Körper, der besonders gut Strahlung absorbiert, auch besonders gut Strahlung emittiert. Und auch dafür haben wir ein Beispiel. Das ist der berühmte Leslie-Würfel. Und was wir hier gemacht haben, wir haben also diesen Würfel, das ist einfach Blech zusammengelötet aus, ich denke, Messingblech. Und da haben wir heißes Wasser reingefüllt. Ja, ich kann das gar nicht aufmachen, den Deckel hier, weil es zu heiß ist. Aber dieser Würfel, der ist also an seinen vier Seiten, an diesen vier senkrechten Seiten, ist er verschieden in der Oberfläche behandelt. Und wenn wir jetzt da mit der Wärmebildkamera drauf schauen, dann sehen wir, diese schwarze Seite, die sehen wir in einem Weißton, das bedeutet, dass er also sehr heiß ist. Wenn ich das umdrehe, wenn ich das weiter drehe hier, die verspiegelte Seite, die eben Licht nicht gut absorbiert, sondern reflektiert, die emittiert offensichtlich auch keine Wärmestrahlung. Ja? Die Seite ist hier einfach weiß lackiert. Da könnte man also auch meinen, dass die weiß, das bedeutet ja, dass sie Licht nicht absorbiert, die ist ja nicht schwarz, ja, also weiß ist das Gegenteil von schwarz, aber trotzdem ist es so, ja, die ist fast genauso, schaut fast genauso aus wie die schwarze Fläche. Ja, woher kommt das? Das kommt daher, dass diese Fläche eben im Infraroten bei der Wärmestrahlung gut absorbiert. Ja, also für Wärmestrahlung, für Infrarotstrahlung ist diese Fläche tatsächlich schwarz, nur für sichtbares Licht ist sie weiß. Und hier haben wir nun die unbehandelte Messingfläche. Ja, und Sie sehen, für uns ist die gar nicht besonders, also Licht reflektiert die gar nicht besonders gut, aber Infrarotstrahlung eben schon. Ja, also ein eindrucksvolles Beispiel für diese Gesetzmäßigkeiten von schwarzen Körpern.
Auch das schreiben wir uns kurz auf. Und dann kommen wir zu den wirklich entscheidenden Naturgesetzen hier. Also der Begriff des schwarzen Körpers oder des schwarzen Strahlers. Also schwarze Strahler. Ich kürze das gern mit BB an, Black Body. Ja? Also je besser Körperstrahlung absorbieren, desto besser strahlen sie auch. Je besser Körper absorbieren, desto besser strahlen sie. Ja, und der Extremfall ist der schwarze Körper. Ja, also schwarze Körper absorbieren alle eintreffende Strahlung. Ja. Und werden als schwarz bezeichnet, auch wenn sie hell strahlen, also wie zum Beispiel die Sonne. Und werden als schwarz im Sinne der Physik bezeichnet, auch wenn sie hell strahlen aufgrund hoher Temperatur. Ja, und das hat auch ganz praktische Anwendungen. Sie sehen also hier eine Rettungsdecke, die wir aus einem Verbandskasten entnommen haben. Ja, die ist beschichtet, ganz dünne Kunststofffoliendecke, und ein Verletzter, der sollte also in diese Decke, sollte in diese Decke gehüllt werden, damit die Körperwärme, die er abstrahlt, damit die nicht in die Umgebung geht, sondern dass die auf ihn zurückgestrahlt wird. Also unter so einer Decke ist es also relativ warm, insbesondere dann, wenn sie also nicht direkt am Körper anliegt, sodass sie also die anderen Wärmeübertragungsmechanismen wie Konvektion und Wärmeleitung unterdrücken. Ja, ist also auf den verschiedenen Seiten verschieden beschichtet. Ja, wenn der Verletzte gegen Kälte geschützt werden soll, dann sollte diese silberne Seite zu seinem Körper stehen. Soll er vor Wärme geschützt werden, dann eben andersrum. So, die nächsten bedeutenden Protagonisten, das sind Stefan und Boltzmann. Es geht nämlich um das Stefan-Boltzmann-Gesetz. Es gibt ein einfaches Gesetz, mit dem Sie bestimmen können, wie viel Energie pro Quadratmeter oder welche Leistung pro Quadratmeter ein Körper abstrahlt. Also das Stefan-Boltzmann-Gesetz. Stefan-Boltzmann-Gesetz. Ja, also das waren zwei Physiker. Ja, also der eine war der Herr Stefan und der andere der Herr Boltzmann. Manche glauben, dass der Physiker Stefan Boltzmann hieß. Das ist aber nicht der Fall. Also die Energieflussdichte. Energiefluss, das ist Leistung. Und Dichte, das heißt also dann pro Quadratmeter. Die Energieflussdichte eines schwarzen Körpers, ich kürze das ab mit BB, steigt mit der vierten Potenz der Temperatur. Das ist das, was Watson Sherlock Holmes aus der Zeitung vorgelesen hat. Das war zu Sherlock Holmes Zeiten die neueste wissenschaftliche Erkenntnis sozusagen. Steigt mit der vierten Potenz der absoluten Temperatur. Und in Formeln ausgedrückt bedeutet das, dass diese Energieflussdichte, die ich mit I bezeichne, dass die gegeben ist durch Sigma, das ist eine Naturkonstante, mal T hoch 4.
Und dieses Sigma, das ist sozusagen meine Lieblingskonstante, denn die lässt sich sehr einfach merken. 5,67 mal 10 hoch minus 8 Watt pro Quadratmeter und Kelvin hoch 4. Ja, sehen Sie also, wenn Sie mit T hoch 4 multiplizieren, dann kommt da Watt pro Quadratmeter raus. Zwei Beispiele dazu, nämlich die Sonne und die Erde. Beispiele, die Sonne. Wir nehmen das astronomische Symbol der Sonne, also diesen Kreis mit einem Punkt. Sigma mal Temperatur der Sonne hoch 4. Das sind also dann Sigma mal 5777 Kelvin, so viel sind das, hoch 4. Und das sind ungefähr 63 Megawatt pro Quadratmeter. Also jeder Quadratmeter der Sonnenoberfläche strahlt so viel ab wie ein, naja, ein mittleres Kraftwerk, könnten wir sagen. Die Erde dagegen, ja, also Symbol der Erde, dieses, das Kreuz mit dem Kreis unten dran, brauchen wir die Erdtemperatur und da hätten wir eben dann Sigma mal und wir haben so, 17 Grad oder sowas als mittlere Erdtemperatur, hätten wir also 290 Kelvin hoch 4 und da kommt natürlich eine viel, viel kleinere Zahl raus, nämlich 400 Watt, nur 400 Watt pro Quadratmeter. Ja, das ist also hier die Gleichung 1, 2 und 3. Ja, machen wir zwei kleine Umfragen dazu. So, die erste Frage. Wenn die Erde wärmer wird, gibt sie weniger Energie ab? Ist die erste Antwort. Gibt sie mehr Wärme ab? Gibt sie viel mehr Wärme ab? Oder die letzte Antwort. Die Erde gibt fast überhaupt keine Wärme ab, weil das All so gut wie leer ist. Also Sie sind dran. So, dann schauen wir mal, was rausgekommen ist. Ah, das sind noch alte Umfragen. Wenn die Erde wärmer wird, ja, gibt sie mehr Wärme ab. Ist auch richtig, ja. Aber eigentlich, ja, es gibt mit T hoch 4, gibt sie viel mehr, sehr viel mehr Wärme ab. Ja, das ist im Grunde die Antwort, die ich da gerne gehört hätte. Dann noch eine zweite Umfrage, nämlich zum schwarzen Körper. Ein schwarzer Körper absorbiert auf ihn auftreffende Strahlung zu 100%. Ist schwarz, ja, ein schwarzer Körper ist schwarz, emittiert also kein Licht. Dritte Antwort, emittiert bei Raumtemperatur Infrarotlicht, emittiert bei 5000 Kelvin weißes Licht. Ja, welche dieser Antworten ist richtig oder sind richtig? Ja, die erste Antwort ist natürlich richtig, ja. Aber die zweite Antwort ist falsch. Ja. Wir haben ja gesagt, denken Sie an den Leslie-Würfel, ja, die schwarze Fläche, die hat sehr viel Wärmestrahlung emittiert. Ja. Also wenn es schwarz ist, emittiert es besonders gutes Licht, ja, oder eben Wärmestrahlung. Bei Raumtemperatur emittiert ein schwarzer Körper Infrarotlicht, also Licht, das wir nicht sehen können. Und wenn der Körper sehr heiß ist, wie zum Beispiel diese Glühbirne, dann ist es weißes Licht. Gut,
Damit kommen wir zu den entscheidenden Punkten, nämlich die Anwendung auf den Energiehaushalt der Erde. Also drittens, Anwendung dieser Naturgesetze auf den Energiehaushalt der Erde. Und das Erste, was wir hier einführen, ist der sogenannte Verdünnungsfaktor. Ja, wir werden gleich sehen, was das bedeuten soll. Also 3.1, der Verdünnungsfaktor. So, dazu eine kleine Animation. Wenn ich denn meine Fernbedienung noch finden würde, da vorne liegt sie, also eine kleine Animation dazu. Ja, der Verdünnungsfaktor. Sie sehen hier die Sonne und Sie sehen das Stefan-Boltzmann-Gesetz, die Zahlen eingesetzt. Wir wissen, da kommen also 63 Megawatt pro Quadratmeter raus. Und jetzt schauen wir, was mit dieser Strahlung passiert. Ja, die Strahlung, die geht natürlich von der Sonne in alle Richtungen weg und irgendwo steht die Erde oder ein anderer Planet dazwischen, der also von dieser Strahlung getroffen wird. Aber Sie sehen schon an diesen feinen orangen Linien, die ich hier gezeigt habe, ja, dass die Strahlung, die Zahl der Photonen, die von der Sonne weggehen, dass die sich auf eine immer größere Fläche verteilen. Das schreiben wir auch auf. Und jetzt fehlt auch hier wieder der Stift. Da ist er. So, der Verdünnungsfaktor. Erstens, wie gesehen, strahlt jeder Quadratmeter der Sonnenoberfläche, also der Sonnenoberfläche, 63 Megawatt ab. Ja, die Sonne können wir ausrechnen oder nachgucken. Ja, die Sonne hat einen Radius von R Sonne gleich 0,7 Millionen Kilometer. Ja, damit können wir also jetzt ausrechnen, welche Oberfläche die Sonne hat, also wie viele Quadratmeter das sind, und können die Gesamtleistung ausrechnen, die Sonne abstrahlt. Also es folgt, die Sonne strahlt eine Leistung, wird mit P bezeichnet, wie Power, von dieser Strahlungsflussdichte I mal Sonnenoberfläche A ab. Und das sind rund 3,9 mal 10 hoch 26 Watt. Ja, also die Oberfläche der Sonne, wie rechnet man die aus? 4 Pi mal R Quadrat. So, jetzt gilt natürlich Energieerhaltung, also diese Leistung, die durch die Sonnenoberfläche geht, die geht dann auch durch jede Kugel, durch jede zur Sonne konzentrischen Kugel, insbesondere auch um eine gedachte Kugel, die den Erdorbit enthält. Dazu hier eine Zeichnung. So ähnlich, wie wir sie schon gesehen haben. Na? Mag nicht. Sie sehen also, ich habe hier verschiedene Kugeln um den Sonnenmittelpunkt eingezeichnet und durch jede dieser gedachten Kugeln geht also diese Leistung von 3,9 mal 10 hoch 26 Watt. Ja, also insbesondere auch durch diese Kugel, die einen sehr viel größeren Durchmesser hat als, oder Radius hat als die Sonne.
Das heißt also, diese Leistung verteilt sich auf eine größere Oberfläche. Das heißt also, sie wird verdünnt. Deswegen eben Verdünnungsfaktor. Und wir wollen ausrechnen, um welchen Faktor es da geht. Also aufgrund von Energieerhaltung, aufgrund der Energieerhaltung, es wird zwischen Sonne und Erde keine Energie erzeugt oder vernichtet, geht durch jede gedachte zur Sonne konzentrische Kugel diese Leistung P-Sonne, also diese 10 hoch 26, 4 mal 10 hoch 26 Watt. Ja? So, und der entscheidende Punkt ist nun, dass die Erdbahn einen Radius von nicht 0,7 Millionen Kilometern hat, sondern 150 Millionen Kilometer. Das heißt also, durch jeden Quadratmeter unserer gedachten Kugel geht eine Leistung, die so groß ist, also wie wir müssen also diese Leistung durch die Oberfläche dieser Kugel hier teilen. Also auf der Erde, ich meine außerhalb der Atmosphäre noch, auf der Erde oder auf der Erdbahn, sollte ich schreiben, auf der Erdbahn ist die Strahlungsflussdichte deshalb I-Erde, schreibe ich jetzt hier hin, das ist diese 10 hoch 26 Watt durch 4 Pi, das ist die Oberfläche dieser gedachten Kugel, die den Radius hat des Erdorbits. Ja? Und wenn wir das dann, wenn wir da einsetzen, kriegen wir da für diese Leistung der Sonne, da setze ich diese Formel von da oben ein. Also da kriege ich dann 4 Pi mal R Sonne Quadrat und das muss ich teilen durch 4 Pi mal R Erdorbit Radius zum Quadrat. Da kürzen sich diese 4 Pi und was Sie sehen ist, dass da dieses Verhältnis der quadratischen Radien bleibt und das nennt man den Verdünnungsfaktor F. Ja? Und wenn man das dann ausrechnet, dieses F mal Sigma mal T Sonne hoch 4, dieses I Sonne, das ist ja Sigma mal T Sonne hoch 4, dann kommt da 1,3 Kilowatt raus. 1300 Watt pro Quadratmeter und das ist die sogenannte Solarkonstante. Ja, und dieses F, das gegeben ist durch R Sonne zum Quadrat durch den Radius des Orbits der Erde zum Quadrat, das kann man sich auch relativ leicht merken, das ist 1 durch 46, 45, 0. Ja, das ist der Verdünnungsfaktor. Auch da habe ich wieder eine Umfrage für Sie. Und zwar folgendes. Wir betrachten den Mars. Ja, der Mars, der ist ungefähr 1,5 Mal so weit von der Sonne entfernt als die Erde. Und ich möchte die Energieflussdichte von Ihnen geschätzt haben. Ja, also die Energieflussdichte auf Mars ist 2,3 mal größer, 1,5 mal größer, genauso groß wie bei uns, 1,5 mal kleiner oder eben 2,3 mal kleiner. Da lassen wir ein bisschen Zeit, damit Sie da kurz nachdenken können.
Also Mars ist 1,5 mal so weit von der Sonne entfernt als die Erde. So, wie schaut's aus? Schauen wir das Ergebnis an. Ja, das haben die meisten richtig. Ja, das geht eben quadratisch runter. Ja, kleiner ist sowieso klar, 1,5 kann auch nicht sein. Also dann wird es wohl 2,3 sein. So, als nächstes behandeln wir das Strahlungsgleichgewicht. Und wir werden damit der Aufgabe von Sherlock Holmes näher kommen. Oder zumindest, ja, nicht nur näher kommen, wir werden sie lösen. Es geht also jetzt um das Strahlungsgleichgewicht. Erinnern Sie sich an das erste Naturgesetz, das ich hier zitiert habe, nämlich, dass ein Körper, der mehr Energie absorbiert, als er emittiert, dass der wärmer wird. Und gleichzeitig wissen wir, ein Körper, der wärmer wird, emittiert viel mehr Energie. Das bedeutet also, dass sich irgendwann ein Gleichgewicht einstellen wird. Ja? Vergleichen Sie das mit der berühmten schwäbischen Hausfrau, die immer peinlich drauf schaut, dass sie genauso viel, dass sie nicht mehr ausgibt, als sie einnimmt. Ja? Also, dass die Kasse immer stimmt. Und deswegen bezeichne ich die Erde jetzt mal hier als die schwäbische Hausfrau Bertha, die Analogie ist eigentlich gar nicht so schlecht, denn tatsächlich schaut die schwäbische Hausfrau eigentlich drauf, dass sie ein bisschen mehr einnimmt, als sie ausgibt. Und die Erde hat sich da anscheinend ein Beispiel genommen. Und ja, zum Namen komme ich gleich noch, warum ich die Bertha genannt habe. So, erstens. Aus der Energieerhaltung, ja, also die Erde muss genauso viel Energie oder auch Leistung, ja, also dann Energie pro Zeit, abgeben wie aufnehmen. Um konstante Temperatur zu halten. Ja, stiege die Temperatur, würde wegen diesem T hoch 4 Gesetz die Erde viel mehr abgeben. Also, und das gleicht sich dann aus. Ja. Und der Terminus technicus, der heißt hier Strahlungsgleichgewicht. Ja, also Strahlungsgleichgewicht nennt man das. Und was da passiert, zeige ich Ihnen in einer Animation. Ja, Sie sehen hier die Erde, jetzt sozusagen in Vergrößerung. Und da kommt die Sonnenstrahlung mit den 1,3 Kilowatt oder so pro Quadratmeter. Und die wird also teilweise, ja, also dort, wo sie die Erde trifft, wird sie absorbiert. Die Erde wird dadurch wärmer und emittiert ebenfalls wie ein schwarzer Körper, also absorbiert alles, da können wir darüber diskutieren gleich, ja, und dann emittiert sie eben. Ja, das schreiben wir uns auch auf. Also zweitens, dazu also eine Zeichnung, ja, schauen wir uns gleich eine Zeichnung dazu an. Hier nicht, so schaut es also aus. Also die Erde nimmt Strahlung ein, das bezeichne ich als P+. Also die von der Sonne empfangene Strahlung P+, ja, ist die Strahlungsflussdichte, also diese Strahlungsflussdichte I an der Erde, mal der Querschnittsfläche der Erde.
Ja? Und das ist natürlich hier diese Projektion. Also wir können hinschreiben, dass P plus, das ist I, also diese I Erde, das sind also diese 1,3 Kilowatt pro Quadratmeter, mal der Querschnittsfläche der Erde. Also nicht 4 Pi R Quadrat, sondern nur R Quadrat Pi. Und das können wir also ausrechnen. Ja, da hatten wir also durch die Gleichung 5, die habe ich vergessen zu nummerieren. Also hier, das soll die Gleichung 5 sein. Können wir also ausrechnen hier F mal Sigma mal T Sonne hoch 4 mal Erdradius zum Quadrat mal Pi. Das soll die Gleichung 10 sein. Ja, ich nummeriere das nicht fortlaufend durch, sondern irgendwie. So, und jetzt ist der entscheidende Punkt, der hier schon angedeutet ist, dass die Erde natürlich eine gewisse Temperatur hat, diese ungefähr 300 Kelvin, und deswegen abstrahlt. Aber sie strahlt nicht nur über die Querschnittsfläche ab, sondern sie strahlt über die gesamte Oberfläche ab. Ja, also schreiben wir das auf. Die Erde ist im Infraroten ein schwarzer Strahler. Ja. Und emittiert über ihre gesamte Oberfläche. Also über 4 Pi R Erde zum Quadrat. Das heißt also, das, was die Erde ausgibt an Energie oder Leistung, das ist Sigma mal T Erde hoch 4 mal 4, ja, also deswegen dieser Strahl über die gesamte Oberfläche, mal R Erde Quadrat mal Pi. Ja, und das nächste ist jetzt, dass wir tatsächlich schwäbische Hausfrau verlangen, nämlich, dass Einnahmen gleich Ausgaben sind. Ja, also Strahlungsgleichgewicht. Ja, also die Erde strahlt, Beta heißt die Strahlende, deswegen habe ich die Beta genannt. Ja, also Strahlungsgleichgewicht, das bedeutet, dass P plus gleich P minus sein muss. Ja, und das setzen wir jetzt einfach ein, diese beiden. Und dann sehen wir, dass F mal Sigma mal T Sonne hoch 4 mal R Erde Quadrat mal Pi, dass das gleich Sigma mal T Erde hoch 4 ist, mal 4 mal R Quadrat, R Erde Quadrat mal Pi. Und da sehen Sie schon, dass das hier R Quadrat Erde Pi, dass sich das hier wegkürzt. Meine Lieblingskonstante, die verschwindet auch aus der Gleichung. Und jetzt kann ich also nach der Erdtemperatur auflösen. Ja, also was hier folgt ist, dass die Erdtemperatur, stelle einfach um und ziehe die vierte Wurzel, dass da dann rauskommt die vierte Wurzel aus F durch 4. Und das ist gleich die vierte Wurzel aus 1 durch 4 mal die 46,45,0 und, ach, hier habe ich das T Sonne vergessen, ja, mal T Sonne, das sind also 5777 Kelvin, und was da rauskommt, ist 5 Grad Celsius. Ja, wir haben also genau die Rechnung andersrum gemacht wie in dieser Übungsaufgabe von Beginn. Da hätten wir eben dann nach der Sonne aufgelöst und die Erdtemperatur als bekannt vorausgesetzt. Ja, die Zeit, die läuft mir leider davon, aber ich denke, einen Punkt kann ich noch machen. Und dann schauen wir mal, ob wir einfach weitermachen, und Sie können ja selber entscheiden, ob Sie dabei bleiben oder nicht. Als nächstes wollen wir in Frage stellen, was wir angenommen hatten hier oben. Wir hatten angenommen, dass die Erde all die Sonnenstrahlung, die auf sie trifft, dass sie die absorbiert.
Das ist natürlich nicht der Fall. Die Erde reflektiert einen gewissen Anteil der Sonnenstrahlung. Und das tun andere Planeten auch. Würden die anderen Planeten alle Sonnenstrahlung tatsächlich absorbieren und nicht besonders heiß sein, was sie ja auch nicht sind, dann würden wir die gar nicht sehen, dann wären sie schwarz. Ja? Also jeder Planet, auch die Erde, reflektiert einen gewissen Anteil der einfallenden Sonnenstrahlung. Das nennt man die Albedo. Und nun ist es natürlich so, unsere schwäbische Hausfrau, die hat bisher die gesamte auftreffende Sonnenstrahlung sozusagen als Einnahmen verbucht. Das hätte sie gar nicht dürfen. Ja? Ein gewisser Teil, der geht ja sofort wieder weg, ja? Also als wären es Steuern oder sowas. Ja? Also kann sie gar nicht als Einnahmen verbuchen. Also wir müssen diese sofort reflektierte Strahlung, die müssen wir berücksichtigen. Wir müssen die Albedo berücksichtigen. Die Albedo kann übrigens sehr genau gemessen werden. Ja, also hier ein eindrucksvolles Beispiel, wo die Albedo von einem Astronauten gesehen worden ist. Das ist das berühmte Bild Earth-Rise, Apollo 8. Ja, also der Astronaut, wie ist er wieder, Bill Anders. Ja. Die sind also um Mond mit ihrer Fähre geflogen und sehen da plötzlich die Erde, hatten noch einen Schwarz-Weiß-Film drin, haben zuerst ein Schwarz-Weiß-Foto gemacht und dann eben hier dieses berühmte Farbfoto. Wäre die Erde ein schwarzer Körper, auch im sichtbaren Bereich, dann hätte dieses Bild natürlich nicht gemacht werden können, dann wäre die Erde schwarz gewesen. Also 3-3. Noch eins, ja. Die Albedo kann heutzutage sehr, sehr genau gemessen werden. Es gibt nämlich das Deep Climate Observatory. Das ist also so eine Raumsonde, die an einem der sogenannten Lagrange-Punkte im Weltall stationiert ist und ständig auf die Erde schaut. Ja, und was sie da dann sieht, das sind also typische Fotos, die diese Sonde macht. Und diese Kameras, die sind genau kalibriert, sodass man also genau weiß, welchen Prozentsatz die Erde reflektiert. Und das ist gar nicht so wenig. Das sind 30%, knapp über 30%. Also 3.3, Berücksichtigung der Albedo. Ja, also hier. Also erstens, die Erde reflektiert circa rho gleich 30%. Also genau sind es 0,306. Ja, der einfallenden Sonnenstrahlung. Ja, und das bedeutet zweitens, bei P plus, also die Einnahmenseite auf der Bilanz, auf der Energiebilanz, P plus muss um diesen Anteil verringert werden. Nun, das ist ganz einfach. Ja, wir müssen also nur an P plus was ändern. Also statt P plus, also verringert werden. Das heißt also, dass P plus nun, 1 minus Rho und dann mal F mal Sigma mal die Erde ist. Ja, und nachdem ich die gesamte Leistung habe, muss ich natürlich auch noch mit mit der Querschnittsfläche der Erde multiplizieren. Ja? Und P minus bleibt das Gleiche. Ja? Also ich mache wieder P plus gleich
P-. Und dann kriege ich im Wesentlichen dieselbe Rechnung, nur dass ich dieses 1 minus Rho davor stehen habe. Also 1 minus Rho mal F mal Sigma mal T Sonne hoch 4, genau dieselbe Rechnung wie vorhin, bloß eben mit diesem Faktor 1 minus Rho zusätzlich. Das ist Sigma mal T Erde hoch 4, 4 R Quadrat Pi. Und wenn Sie das dann ausrechnen, dann kommen Sie darauf, dass die Temperatur der Erde jetzt natürlich verringert ist um 1. Also wir haben also hier unter dieser vierten Wurzel haben wir 0,1 minus diese 0,306 stehen, also 0,694 durch 4 mal 4645 mal die 5777 Kelvin. Und wenn Sie das ausrechnen, kommen Sie auf 254 Kelvin, das wäre minus 19 Grad Celsius. Ja? Also da sehen Sie, die Rechnung, die wir vorhin gemacht haben, da haben wir Glück gehabt, dass das so genau hingehauen hat. Ja, da haben wir einen wichtigen Faktor, nämlich die Albedo, nicht berücksichtigt. Wenn wir die berücksichtigen, dann ist es viel kälter. Und das hat der schlaue Fourier hat es schon gewusst. Also offensichtlich spielt da noch jemand mit. Und das ist natürlich die Atmosphäre. Also die Atmosphäre. Wir haben also zwei schwäbische Hausfrauen sozusagen. Ja, wir haben die Erde und die Bertha. Ja, und wir haben die Atmosphäre, die nenne ich mal die Stella aus naheliegenden Gründen. Und die betreiben miteinander Handel. Die betreiben Strahlungsaustausch. Aber für jede von beiden, für die Erde selber, also für die Bertha, genauso wie für die Atmosphäre, für die Stella, muss gelten, dass sie im Strahlungsgleichgewicht sind, dass sie genauso viel Energie einnehmen, wie sie ausgeben. Das ist also dann der nächste Punkt, der uns tatsächlich eine Formel liefert, wie die Absorption in der Atmosphäre, wie die dazu führt, dass die Erde ja, wärmer ist, als es hier vorhergesagt ist. Ja, also minus 19 Grad, das würde bedeuten, dass die Erde eine Eiskugel wäre, was sie im Verlauf ihrer Geschichte tatsächlich auch schon mal war. So, wir berücksichtigen den Treibhauseffekt. Das ist 3.4. 3.4, Berücksichtigung. Des Treibhauseffektes. Ja, wenn das eine übliche Vorlesung wäre, dann müsste ich hier natürlich aufhören an der Stelle, weil die anderthalb Stunden, die sind rum. Aber ich muss ja hier, ich habe ja hier nicht die Möglichkeit, die Vorlesung in der nächsten Stunde zu beenden. Also muss ich das heute machen. Ja, also die erstens, die Erde steht auch mit der Atmosphäre im Strahlungsgleichgewicht. Ja, Strahlungsaustausch und damit Strahlungsgleichgewicht. Dazu eine Zeichnung, um diese Bilanzen aufzustellen. Was wir einfach machen werden, ist, dass wir ein Haushaltsbuch aufstellen werden für die Atmosphäre und für die Erde selber. Also wir machen so eine Tabelle, ja, also so ein Bilanzbuch mit Einnahmen und Ausgaben, ja, Energie als Einnahmen und Ausgaben, also Einnahmen und hier Ausgaben. Und hier haben wir die Atmosphäre und hier die Erde selber, also die Erdoberfläche. Und jetzt brauchen wir also eine kleine Zeichnung, um das uns klarzumachen, was da passiert.
Zum Teil haben wir das Ganze schon. Ja? Also was auf die Erde ankommt, das ist dieser Teil 1 minus Rho, 1 minus Albedo mal die Strahlungsleistung der Sonne. Und jetzt ist es so, dass die Erde abstrahlt. Also wir haben die Sache, dass die Erde hier abstrahlt. Nicht? Und jetzt ist der interessante Punkt, dass die Erde die Erdatmosphäre absorbiert. Also ein Teil wird hier absorbiert und der andere Teil geht durch. Und der Teil, der hier absorbiert wird, den nennen wir Beta. Und dieses Beta, das heißt, das ist der Treibhausfaktor. Ja? Und 1 minus Beta, das geht natürlich durch. Ja? Also so ist das Ganze. Und was macht jetzt die Atmosphäre? Die hat jetzt auch eine gewisse Temperatur und sie strahlt deswegen auch. Aber diese Atmosphäre ist eine hauchdünne Schicht. Ja, die kann also nur zur Erde hin oder ins Weltall strahlen. Also wir haben also hier die Leistung der Atmosphäre. Ja, also die Strahlungsleistung der Atmosphäre, die geht zur einen Hälfte nach außen und zur anderen Hälfte geht sie zur Erde zurück. Ja, und die Länge dieses Pfeils hier, ja, also die sind zusammen, haben die dieselbe Länge wie dieses Beta Erde. Ja, okay. Das, was wir hier aufgeschrieben haben, das schreiben wir uns also jetzt da rein. Die Einnahmen der Erde zunächst. Ja, also fangen wir einfach an mit diesem Teil hier. Ja, also das ist also ganz bestimmt eine Einnahme. Da haben wir also dann 1 minus Rho mal P Sonne. Ja, P Sonne, das sind also diese 1,3 Kilowatt. Das ist also die Sonnenstrahlung auf dem Erdorbit. Was hat die Atmosphäre an Einnahmen und Ausgaben? Die Einnahmen, das sehen Sie hier, das ist Beta mal P Erde und die Erde hat natürlich die Ausgabe, Energieausgabe P Erde. Und dann haben wir natürlich für die Atmosphäre die Ausgabe P Atmosphäre. Ja, das sind also diese beiden hier zusammen. Und die Erde, die kriegt jetzt zusätzlich, und das ist der entscheidende Punkt, ja, die Erde kriegt also eine zusätzliche Einnahme von 1,5 P Atmosphäre. Ja, also müssen wir hier noch 1,5 P Atmosphäre hinschreiben. Und jetzt machen wir wieder Einnahmen gleich Ausgaben, aber diesmal für die Erde und für die Atmosphäre. Ja, also es folgen damit zwei Gleichungen. Ja, daraus ergeben sich zwei Gleichungen. Ja, also Einnahmen gleich Ausgaben muss gleich sein den Ausgaben für Erde und Atmosphäre getrennt. Ja? Oder individuell, ja, wenn Sie so wollen. Das bedeutet also, dass wir haben Beta mal P Erde muss gleich sein P Atmosphäre. Und auf der anderen Seite haben wir 1 minus Rho mal P Sonne plus 1,5 P Atmosphäre ist gleich P Erde. Ja? Und wenn Sie so ein bisschen Erfahrung haben mit solchen Gleichungen, dann sehen Sie natürlich sofort, dass dieses P Atmosphäre hier auch vorkommt. Das heißt also, ich kann hier statt P Atmosphäre kann ich auch Beta P Erde schreiben. Ja? Also dieses Gleichungssystem ist sehr, sehr einfach zu lösen. Es folgt also
Es folgt also 1 minus Rho mal P Sonne plus 1/2. Und jetzt dann Beta P Erde ist gleich P Erde. Ja, also was ich gemacht habe, ist, dass ich das hier da eingesetzt habe. Und dann muss ich diese Gleichung natürlich nur noch auflösen nach der Strahlungsleistung der Erde. Und diese kann ich wieder umrechnen in die Temperatur. Ja? Also das können wir also sehr schnell machen. Ich lasse ein paar Schritte aus hier. Also da haben wir 1 minus Beta halbe mal P Erde. Können Sie also schnell nachrechnen mit dem, was ich hier entwickelt habe. Und was dann also dann schließlich rauskommt, ist, dass die Erdtemperatur gegeben ist durch die vierte Wurzel aus F halbe, also dieser Verdünnungsfaktor, 1 minus Rho, das hatten wir schon. Und jetzt kommt hier noch 1 minus Beta halbe dazu. Ja, und das mal T Sonne. Und wenn man das dann ausrechnet, dann kommen hier 286 Kelvin raus oder 14 Grad Celsius, wenn man für Beta 0,77 einsetzt. Ja? Wunderbar, damit haben wir es. Aber jetzt kommt noch der Clou. Sie können nämlich statt nach P Erde auflösen, können Sie auch nach P Atmosphäre auflösen. Ja? Also ebenso könnten Sie die Temperatur der Atmosphäre berechnen. Ja? Also ebenso könnten wir ausrechnen 1 minus Rho mal P Sonne plus 1/2 P Atmosphäre und dann ersetze ich auf der rechten Seite eben P Erde durch P Atmosphäre durch Beta. Und wenn Sie das dann ausrechnen, dann kommen Sie drauf, dass die Temperatur der Atmosphäre, dass die ungefähr 20 Grad kälter ist als die Erdtemperatur. Und das ist tatsächlich der Fall. Ja, wenn Sie ein Infrarotthermometer nachts in den klaren Himmel halten, dann werden Sie messen, dass die Atmosphäre ungefähr 20 Grad kälter ist. Ja, also mit diesem einfachen Modell haben wir zumindest etabliert, dass je mehr die Atmosphäre absorbiert, desto stärker muss die Temperatur auf der Erde steigen. Ja, insofern haben wir also den entscheidenden physikalischen Mechanismus identifiziert, der zur Erderwärmung führt, mit einem ganz einfachen Modell. Ja, an dem kann man viel kritisieren, aber der entscheidende Punkt ist, denke ich, klar. Schauen wir noch zum Abschluss auf unser Klimamodell, was da rausgekommen ist. Das hat sich selber ausgeschalten. Da bin ich jetzt selber gespannt. Oh, das ist jetzt natürlich eine Pleite. Ja, das ist also hier nicht wärmer geworden. Ja, so ist es halt in der Physik. Ja, manchmal gehen Experimente daneben. Wollen wir das Experiment? Ja, es ist schon spät. Ich denke, wir müssen das letzte Experiment wirklich bleiben lassen. Es gilt ja noch die Ausgangssperre. Ja, also um 10 Uhr müssen wir zu Hause sein. Das wird also knapp. Aber ich wünsche Ihnen, dass Sie näher an Ihrem Bett sind und dass Sie das schaffen ohne Verletzung der Ausgangssperre. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben was gelernt. Ich hoffe, Ihnen hat es ein bisschen Spaß gemacht. Sie haben sicher am CHE-Ranking gesehen, dass die Lehre an dieser Universität, auch die Betreuung der Studenten, von ganz besonderer Qualität ist. Ich hoffe, ich habe hier so einen kleinen, so ein paar Argumente für Sie geliefert, warum Sie in Jena studieren sollten, und würde mich freuen, wenn der ein oder andere hier aufschlägt. Vielleicht melden Sie sich bei mir und berichten mir, wie Ihnen die Vorlesung gefallen hat. Damit einen schönen Abend und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.